Herzlich willkommen zu Bauchgesteuert TV und damit zu einem weiteren Video. In diesem Video soll es um das E-Visa-System gehen, beziehungsweise um die Beantragung eines E-Visas. Und Leute, ich kann euch sagen, das ist heftig. Es wird heftig. Ich hoffe, ich kann mit diesem Video ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich möchte auch gleich anfangen. Ich möchte gar nicht so lange rumlabern. Fangen wir mal mit den Vorbereitungen an. Ich befinde mich jetzt hier auf einer Seite der Botschaft, der thailändisch-königlichen Botschaft in Berlin. Ich bin auch der Meinung, dass das hier die wichtigste Seite ist von allen, denn hier gelangt man zu allem, was man braucht. Kurze Info vorab, wenn euch irgendwas nicht interessieren sollte, ich habe hier unten im Video, habe ich so kleine Zeitmarken, geht einfach in die Videobeschreibung und da sind quasi die Zeitcodes aufgelistet und dann springt einfach dorthin, genau zu dem Thema, was euch interessiert. Aber ich empfehle euch, schaut euch am besten alles an, weil vielleicht können wir hier schon ein paar Fragen beantworten. Also, wir befinden uns jetzt hier auf der Seite vom thailändisch-königlichen, von der Botschaft. Und hier, das ist zum Beispiel schon mal was ganz, ganz Wichtiges. Also, hier gelangen wir direkt zum E-Visa, zur Beantragung über diesen Link. Ich packe euch diesen Link und noch den Link zur Botschaft mit in die Videobeschreibung, damit ihr da gleich hingelangt. Ja. So, das hier ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Hier seht ihr eine Deutschlandkarte und hier seht ihr auch, welche Botschaften bzw. Konsulate ihr auswählen müsst, je nachdem, in welchem Bundesland ihr wohnt. Ja. Also, wenn wir mal hier schauen, zum Beispiel Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, dann wählt ihr Berlin aus während der Beantragung. Ja, wenn ihr zum Beispiel Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Frankfurt, Baden-Württemberg und Bayern, wählen bitte München aus. So, wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, hier sieht man auch noch ganz genau, oder was heißt ganz genau, so eine kleine Kurzform von dem, was man eigentlich machen muss. Zum Beispiel ein Benutzerkonto erstellen, einloggen, Unterlagen hochladen, Gebühr bezahlen, Bearbeitung, auf die Bearbeitung warten, E-Visum per E-Mail erhalten und fertig. Und damit war es das dann auch in diesem Video. Spaß beiseite, das ist wesentlich komplizierter, als es hier dargestellt ist. Also man muss hier etwas mehr machen. Das Gute ist jetzt, es gibt hier noch ein paar Hinweise. Und man kann ja auch noch so eine Zusammenfassung sich anschauen und auch, wie kann ich ein Online-Visum beantragen. Wenn man das anklickt, dann geht ein PDF auf von der Botschaft. Da ist das nochmal ein bisschen in Deutsch beschrieben. Zwar eine Kurzform, aber ganz okay. Was ich auch nett finde, hier gibt es eine Declaration-Form. Dazu kommen wir dann gleich noch im Video. Die muss man sich herunterladen, unterschreiben und dann hochladen. Ja? Ganz, ganz wichtig. Was ich aber viel wichtiger finde, ist noch die erforderlichen Unterlagen, die man benötigt. Kommen wir auch noch im Video. Während der Beantragung muss man nämlich noch Dokumente hochladen. Und das sind nicht wenig. Ja? Hier ist aber nochmal alles erklärt. Wenn man jetzt mal hier ganz kurz draufklickt, das zeige ich euch noch vorab, dann öffnet sich diese Seite, ja, Visa-Arten und die erforderlichen Unterlagen. Und hier könnt ihr schon mal schauen, welches Visum ihr beantragen möchtet. Ja. Und nehmen wir mal an, ihr möchtet ein Tourist-Visum beantragen oder eben ein Non-Immigrant-OA-Visum zum Beispiel für ein Jahr, ein Rentnervisum für über 50-Jährige zum Beispiel. Dann klickt ihr das einfach an und dann geht dieses Fensterchen auf. Das ist jetzt zum Beispiel für ein Tourist-Visa, ja, was man denn hier für Dokumente braucht und welche Arten es auch gibt hier für 3 Monate, für 6 Monate, Multiple Entry zum Beispiel hier, mehrere Einreisen oder das für 3 Monate einmalige Einreise. Ja, Multiple Entry ist auch ziemlich interessant, weil das gilt nämlich 6 Monate, dieses Visum. Das heißt, innerhalb dieser Zeit kann man so oft aus- und einreisen, wie man möchte. Kostet natürlich auch wesentlich mehr. So, und hier ist zum Beispiel aufgelistet, wer es nämlich im Englischen nicht kapiert, da kommt dann diese Seite beim E-Visa-System über die Dokumente, die man alle hochladen muss. Und das ist natürlich alles auf Englisch geschrieben und hier, das ist ganz gut gemacht, hier ist das nochmal alles auf Deutsch erklärt, was man denn machen muss, was man hochladen muss. Ja? Hier mit Passbild oder die Declaration-Form zum Beispiel, drücken Sie die Declaration-Form, drucken Sie die aus, unterschreiben, laden Sie die hoch, ist hier nochmal erklärt, Travel Booking Confirmation und, und. Ja, das Ganze sieht dann bei einem Non-Immigrant OA auch so ähnlich aus. Hier muss man dann natürlich noch ein bisschen mehr hochladen, zum Beispiel auch hier als Evidenz, ja, als dass man hier auf der Bank zum Beispiel 800.000 Baht hat oder eben hier haben wir es 20.000 Euro oder vielleicht ein Rentenbescheid, ein Eingang von 1.700 Euro, das Ganze kann man auch kombinieren. Also so eine Sachen stehen dann hier geschrieben. Ich finde das sehr, sehr interessant und ich finde, damit macht das wirklich diese Seite hier zur wichtigsten Seite, weil hier wirklich alles nochmal erklärt ist, was man denn da hochladen kann oder hochladen sollte. So, hier unten findet man dann auch noch die Visa-Gebühren, zum Beispiel für ein Tourist-Visa, ja, eine Einreise 35 Euro, mehrfache Einreisen 35 Euro.
75 Euro und so weiter und so fort. Auch die Non-Immigrant-Visa sind hier dann drin für eine Einreise 70 Euro, Multiple oder Longstay 175 Euro etc. So, gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt wirklich zur Beantragung des E-Visa. Wie funktioniert das Ganze? Was muss man machen? Dazu klicken wir jetzt einfach hier auf diesen Link. Und dann öffnet sich schon diese Seite thaievisa.go.th. Wie gesagt, Link auch in der Videobeschreibung. Man liest sich das hier alles durch, ja, und am Ende klickt man hier auf Bestätigen, Acknowledge. Und als erstes legen wir uns hier einen Account an. Ja. Dazu klicken wir oben auf Create Account und dann öffnet sich dieses tolle Fensterchen hier und dann gibt man zum Beispiel ja, alle Daten von sich ein. Ich nehme hier mal wieder die gute Erika Mustermann, die kennen wahrscheinlich noch einige aus dem letzten Video. Ich zeige es euch noch mal ganz kurz. Ja. Das ist diese Dame hier, das ist einfach so ein Musterbeispiel von einem Reisepass. Ja. Einfach nur, damit ihr da Bescheid wisst, was ich hier für Daten eintrage. So, gut, also First Name Erika. Dann machen wir das. So, jetzt hat sich gerade meine Tastatur verabschiedet. Okay, Family Name, dann machen wir Mustermann. So, Country, Select Your Country. Hier wählen wir dann natürlich Deutschland aus. In dem Fall wäre es jetzt hier Germany. Ja, man kann auch einfach GER eintippen, dann wird schon Germany vorgeschlagen. Klicken das hier an. Contact Number, da machen wir mal ja, 171 und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 zum Beispiel. Ja, ist jetzt nur eine Beispieltelefonnummer, bitte nicht anrufen. So, als E-Mail-Adresse, hier tragt ihr dann einfach eine E-Mail-Adresse ein und dann nehmen wir jetzt einfach mal, ich blur das jetzt mal ganz kurz aus, so, ich scroll es kurz runter, blur das kurz aus, dann nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, ja, oder wir machen es so, ich blur es nicht aus, erika.mustermann. So, und dann sagen wir mal zum Beispiel @yahoo.de. So, und dann vergeben wir hier ein Passwort. Moment, das war jetzt ein bisschen doof. So, Thailand2163 zum Beispiel und bestätigen das dann hier nochmal. Thailand2163. So. Einfach mal jetzt ein fingiertes Passwort. Und am Ende muss man hier noch diesen ganzen Terms und Policy, muss man hier noch zustimmen, das akzeptieren. Dann gibt man hier noch diesen hässlichen CAPTCHA-Code ein. Ja, da komme ich immer, das ist immer ein bisschen schwierig manchmal für die Augen. 1EFMC1X. Ja. Und am Ende klickt man hier auf Create Account. Ja. Einfach da draufklicken. Und dann sollte eine Bestätigungs-E-Mail ankommen. Ja, und jetzt muss ich euch noch was dazu erzählen. Diese Bestätigungs-E-Mail, die kam auch bei mir an. Das hat ganz gut funktioniert. Manche haben die noch gar nicht erhalten, aber bei mir hat das super schnell funktioniert. Das Problem ist bloß, jedes Mal, wenn ich auf diesen Link geklickt habe in der Bestätigungs-E-Mail, ging dann ein Fenster auf, was dann gesagt hat, einfach, dass es nicht funktioniert, ja, dass irgendetwas nicht passt. Ich kann euch das auch nochmal zeigen. Ich klicke jetzt nochmal hier auf diesen Link, den ich da erhalten habe. Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf. So, und dann seht ihr nämlich, dass dieses Fensterchen hier aufgeht. Und Moment, so, jetzt seht ihr es. Und hier steht dann da, die E-Mail Verification Link has not valid. Ja, you typed in the address manually, bla bla bla, please check if spelled correctly. Und diese Nachricht macht mal so gar keinen Sinn, weil ich muss das ja richtig eingetragen haben, sonst hätte ich ja gar keine E-Mail bekommen mit einem Bestätigungslink. So, und meine Theorie ist, dass in dieser E-Mail, die ich verwendet habe, ja, ich habe ja mehrere Webseiten und da habe ich auch eine Webseite, wo so ein paar Minuszeichen mit dazwischen sind, also ein paar Bindestriche, dass es vielleicht daran lag. Ja, also es war eine Info-Ad-Adresse, ich glaube nicht, dass es daran lag, sondern eher an diesem Minuszeichen, weil als ich mich dann mit einer anderen E-Mail-Adresse angemeldet habe, hat es funktioniert. Also nur für den Fall, dass dein Name, nehmen wir mal an, du heißt zum Beispiel Hans-Peter und hast jetzt zwischen Hans und Peter ein Minuszeichen drin und es funktioniert nicht, wenn du auf diesen Verification-Link, also auf diesen Bestätigungslink klickst, dann könnte es vielleicht an dem Minuszeichen liegen, das einfach nur nochmal zur Info. Gut, dann machen wir jetzt hier weiter. Wir sind quasi eingeloggt, nee, sind wir noch nicht, genau, jetzt gehen wir hier rein. Ich habe ja schon einen Account angelegt natürlich und jetzt werden wir uns jetzt hier
einloggen. So, und dazu gehen wir jetzt hier auf Sign In. Und ich habe jetzt hier schon meinen Passwortgenerator, der sich das natürlich alles gemerkt habe, wie ich mich hier eingeloggt habe oder welches Passwort ich hier vergeben habe. Und am Ende gebe ich jetzt hier nur noch mal diese sogenannte CAPTCHA-Anfrage ein und klicke dann auf Sign In. So, und jetzt seht ihr hier dieses Fensterchen. Ich blende mich mal ganz kurz aus. Ja. Hier könnt ihr quasi Apply for New Visa anklicken. Hier oben seht ihr dann Incomplete, also ihr seht ja quasi den Status, wo ihr euch gerade befindet in diesem Prozess. Hier könnt ihr sehen, Incomplete, welche Bewerbung ist noch nicht fertig, welche ist ready to submit, also welche kann man übertragen. Submitted, ja, 1, hier seht ihr schon, ich habe das nämlich schon mal alles durchgespielt. Finished, 0, das liegt einfach daran, weil ich noch nicht bezahlt habe. So, da bin ich wieder. Und wir klicken jetzt hier einfach mal zu Beginn auf Apply for New Visa. So, und hier geht jetzt das erste Fensterchen auf. Das heißt, wir fangen jetzt hier an, Travel Document Holder of. Select your travel document holder of. So, hier geben wir jetzt mal, also für alle, die deutsch sind, sozusagen Germany ein, ist eigentlich logisch. Permanent residency, current location. Hier muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Ist man jetzt Deutscher? Wo wohnt man? Wo hat man seine permanent residence? Welche Botschaft wählt man aus? Ja? Lebst du jetzt aber in Deutschland, gibst du hier natürlich wieder Germany ein. Submit to. So, Submit to. Und jetzt kommt nämlich das, wo ich euch am Anfang gesagt habe, sucht euch quasi die Botschaft aus. Und je nachdem, in welchem Bundesland ihr wohnt, diese Botschaft oder das Konsulat wählt ihr dann einfach aus. So, wir nehmen jetzt, nehmen wir an, ja, Stuttgart, nehmen wir jetzt München. Tja, und genau das war schon mal ein Fehler, denn Erika Mustermann wohnt in Köln, weshalb das Konsulat in Frankfurt das Richtige gewesen wäre. Ja, wenn man in Stuttgart wohnt, also Baden-Württemberg, wählen wir München aus. So, Select Passport Type. Hier bitte nochmal der Hinweis, ja, wenn ihr einen ganz normalen Reisepass habt, wählt Ordinary Passport für normaler Passport aus. Viele wählen hier immer noch Official Passport aus. Ja? Das ist aber für zum Beispiel Staatsbedienstete, irgendwelche Beamten. Ja? Hier steht noch Service Passport. Bitte nur Ordinary Passport auswählen. So, Purpose of Visit. Hier wird es jetzt interessant, denn hier könnt ihr auswählen, um welches Visa es sich handeln wird dann in Zukunft. Ja? Ist es ein Touristenvisa? Ja? Leisure Activities, Tourism, ja, Football Trial, ja, Tourist gibt es ja auch noch was, aber das ist zum Beispiel was anderes hier für Messen, Meetings und. Ja, Transit-Visa, Non-Immigrant-Visa, also das ist noch so ein bisschen kompliziert gemacht. Mir wäre es hier lieber gewesen, wenn man hier sowas wie Business-Visa, OX oder sowas reingeschrieben hätte, damit kann ich mehr anfangen. Hier steht zum Beispiel OX und Long-Stay OA, okay, das passt schon mal, ja. Trotzdem sehr, sehr viel Auswahl, auch hier to study, das sind alles so Education-Visa, bisschen komisch gemacht, Filmcrew, okay. Gut, aber es soll jetzt erstmal darum gehen, dass wir uns hier ein Touristenvisum beantragen. Also Tourist Visa ist in dem Fall das Richtige. TR steht ja dann auch drin. Select Number of Entries. So, wollt ihr ein Single Visa haben, also sprich mit einmaliger Einreise, oder wollt ihr ein Multiple Entry Visum haben? Nehmen wir an, du möchtest ganz normal nach Thailand bis zu 60 Tage, dann wählst du hier Single Entry aus. So, als nächstes klickst du hier auf Next. Jetzt wird es interessant. Jetzt muss man nämlich seinen internationalen Passport hochladen. Und hier wird nur JPG oder JPEG anerkannt. Ja? Also nur Bilddateien, diesmal nicht mal mehr PNG-Dateien, also nicht mal mehr das. PDF sowieso nicht. Also was Fotos angeht, nur JPEG-Dateien und dann passt das. So, jetzt suche ich mir diese Datei raus. Jetzt nehmen wir hier wieder die gute Erika Mustermann. Ich ziehe die jetzt einfach mal hier rein in dieses Feld. Ja, hier steht ja auch Drag and Drop. Ja, deswegen ziehen wir die jetzt hier rein. Und jetzt sieht man schon, das Bild wurde ausgelesen. Es wurde natürlich nicht alles erkannt. Ja? Also hier Middle Name Erika, also stimmt hier hinten vorne nicht. Aber diese Daten, keine Panik, die können wir dann gleich korrigieren im unteren Part. Wir klicken jetzt hier auf Add to Application. Also wir tun das jetzt einfach hinzufügen. So, dann müssen wir noch ein Foto hochladen. Und zwar muss das ein Foto sein, was nicht älter als 6 Monate ist. Also bitte keins von 1970 mit
Bart und langer Dauer, Mähne, Locken und was auch immer. Ja, ganz normales Foto. Da ziehen wir jetzt auch mal hier die Erika Mustermann hier rein. Ja, und hier oben kommt schon eine Nachricht, dass es sein kann, dass das Foto vielleicht nicht durchgeht. Specified computed eye separation is out of valid range. Ja. Also vermutlich ist dieses Bild etwas zu nah aufgenommen, denn wenn man jetzt zum Beispiel hier draufklickt, hier gibt es noch so ein Formular und hier sieht man, wie diese Fotos sein soll. Das sind alle so ganz komische Computer erstellte Menschen, ja, die... Ja, gut, aber passt. Also hier sieht man überall die Person mit Häkchen und wie das passen soll. Das heißt, ich nehme an, dass das Gesicht etwas zu nah hier drauf ist. Aber gut, wir machen jetzt trotzdem mal weiter. So, und hier unten kann man jetzt eben diese Angaben, die hier ausgelesen wurden anhand des Reisepasses, kann man hier unten eben noch korrigieren. Ja? Wir haben jetzt hier den Titel Miss, dann Gender Female, also es hat schon mal erkannt. First Name Mustermann, das ist zum Beispiel schon mal falsch. Ja? Hier geben wir jetzt die Erika ein. So, Middle Name, auch falsch, die hat kein Middle Name. Family Name Mustermann. So, Former Name, die gute Dame hieß früher mal Gabler, das weiß ich noch. So, Full Name in Alphabet, in Native Alphabet. Ja? So, jetzt geben wir hier einfach mal Erika Mustermann ein, das sollte passen. Contact Number machen wir 0171 und dann 123456 zum Beispiel. So. E-Mail-Adresse erika.mustermann, ja, und dann nehmen wir jetzt einfach mal @yahoo.de. Wird auch passen. Country of Nationality, so als Beispiel, wenn sie deutsch ist, dann Germany. So, do you hold any other nationality than the other, was, than the one indicated? Nö, also, wenn sie deutsch ist, dann ist deutsch. Wenn man jetzt zwei Nationalitäten hat, dann klickt man jetzt hier einfach auf Yes. Ansonsten belassen wir das Ganze mal bei No. Country of Nationality at Birth, ja, wo ist man geboren, in welchem Land? Also machen wir wieder Deutschland. Place of Birth, gut, das macht jetzt so gar keinen Sinn, machen wir wieder Deutschland. Würde jetzt Sinn machen, wenn jetzt hier zum Beispiel irgendwie ein Bundesland oder irgendwas erschienen wären, aber gut. City of Birth, okay. Wo ist die jetzt geboren? Ich glaube in Köln. So, und das geht nämlich hier zum Beispiel nicht. City of Birth, Köln geht nicht. Ja, man kann jetzt hier vielleicht Cologne, schreibt man das so? City of Birth, ja. Oder was man auch machen kann, man kann einfach Köln schreiben, wird auch erkannt, ja. Oder so, ja. Aber es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich würde das entweder ohne Ö schreiben oder einfach auf Englisch Cologne hin und dass die Botschaft das dann notfalls korrigieren kann. So, das Geburtsdatum, das muss ich mir jetzt nochmal ganz genau kurz anschauen. Geburtsdatum 12.08.64, genau, das passt soweit. So, dann haben wir hier, ist sie jetzt Single, verheiratet, wie auch immer. Ja, sagen wir mal, sie ist jetzt verheiratet, ist okay. Travel Document. So, das Travel Document ist in dem Fall natürlich der Reisepass. So, Travel Document Number ist dann auch die Reisepassnummer. Und die gute Dame hat die Nummer 0C01X00T47. So, gut. Also für alle die, die nicht wissen, ne, Reisepassnummer ist hier oben rechts. Ja. So, dann gehen wir hier auf Place of Issue. Finde ich jetzt ein bisschen seltsam, weil, wie wir jetzt hier sehen können, dieser Reisepass wurde in Köln ausgestellt, Stadt Köln. Jetzt kann man da entweder wieder Köln oder Cologne reinschreiben oder vielleicht auch Germany. Ich finde es nämlich ein bisschen komisch, weil hier gehen natürlich die Umlaute gehen nicht. Ja? Man kann nur Köln, aber Ö wird nicht anerkannt. Ja? Deswegen entweder ja, so Köln oder eben Englisch. Cologne, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Gut, ein L auf alle Fälle. Oder man schreibt einfach Germany rein. Ich glaube, damit sind wir auf der sicheren Seite. Ja. So, Date of Issue. So, Date of Issue, der Pass von ihr wurde am 01.03.2017 ausgestellt. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf 2017, 1.03. Dann wählen wir jetzt hier März aus und dann den 01. März 2017. Und er läuft ab, ach super, das ist ja schon voreingestellt, am 28. Februar, genau, 28. Februar 2027. Bitte das nochmal überprüfen hier alles,
Ja, das wurde natürlich hier so automatisch ausgelesen, kann aber immer sein, dass wir da einen Fehler drin haben. Ja. So, Home Address, ja, da müssen wir jetzt mal schauen. Lass uns mal was, ja, was nehmen wir da? Die Maximilianstraße 12 zum Beispiel. Ja. City, machen wir wieder Köln. Ja. Country natürlich in Germany. So. Ich weiß gar nicht, ob es eine Maximilianstraße da gibt. Aber gut. Is your permanent address same as your current address? So, also, wenn es dieselbe Adresse ist, also die permanent address, ist das dieselbe Adresse wie die eigentliche Adresse, an der man gerade wohnt. Ja, wenn es das ist, macht man ja. Wenn es das nicht ist, macht man nein, wenn man zum Beispiel bei Bekannten wohnt oder wie auch immer. Hier finde ich jetzt ein bisschen schwierig, dass hier beides mal Home Address drin steht. Ja, man hätte das jetzt hier mit Permanent Residency Address oder Home Address und Current Address oder wie auch immer trennen können. Aber gut, nehmen wir an, du wohnst an derselben Adresse und dann passt das erstmal. So, Occupation, dann wählen wir aus. Was sind wir? Business Owner, Employee, also sprich, haben wir ein Business, sind wir sowas wie Geschäftsführer? Sind wir hier Mitarbeiter, sind wir Freelancer, was machen wir, sind wir retired, also alle Rentner retired wählen, Student, Schüler, arbeitslos, ja, gut, also nehmen wir mal an, Sie wären jetzt Freelancer, select your annual income und so wird dann natürlich auch geprüft, welche Leute nach Thailand kommen, ja, kommen die Qualitätsmenschen nach Thailand, kommen ärmere Menschen nach Thailand, also bloß falls ihr euch immer mal gefragt habt, wie Thailand das misst, ja, Select Income, hier könnt ihr dann quasi auswählen, was die gute Dame jetzt so verdient. Ja, nehmen wir mal jetzt hier das. So, dann klicken wir auf Next und weiter geht's. So, hier kommt jetzt schon so das Erste, wo ich ein bisschen gestruggelt habe an dem Ganzen. Und zwar müssen wir hier schauen, Intended Date of Arrival. Ja, dieses Date of Arrival eigentlich ganz easy. Nehmen wir an, die Dame würde jetzt am 15. Dezember 2021 nach Thailand fliegen oder in Thailand einreisen, ja, in Thailand einreisen, am 15. So, und jetzt kommt das, was ich nämlich nicht geblickt habe, Intended Date of Departure. Ich dachte erst, das ist das Departure Date, also wann hebt die in Deutschland ab und wann reist sie nach Thailand ein, ja, aber Departure Date ist das Datum, wenn sie wieder aus Thailand ausreisen würde, also wenn sie aus Thailand abhebt sozusagen, ja. So, und da wir jetzt den 15. Dezember 2021 gewählt haben als Arrival Date, kann natürlich das Departure Date, also der Tag des Verlassens aus Thailand, natürlich nur in der Zukunft liegen. Das heißt, frühestes Datum auch wieder am 15. oder am 16. Aber jetzt nehmen wir an, sie möchte ja 60 Tage mit einem Touristenvisum hier bleiben. 15. Januar, 15. Februar würde gehen. Nehmen wir mal den 13. Februar. Oh, 61 Tage. Das ist jetzt schon zu viel. Das ist ein ganz tolles Beispiel. Fliegen wir am 10. Februar wieder. Ja? Jetzt seht ihr dann hier, 58 Tage bleibt sie dann damit im Land. Ja? Das heißt, die 60 Tage ist vollkommen in Ordnung. Einmalige Einreise. So, jetzt kommen hier noch ein paar Fragen zum Beantworten. Have you ever visited Thailand? Nehmen wir mal an, sie war schon mal in Thailand. Ja. Have you ever applied for a Thai Visa? Ist vielleicht das erste Mal, war immer auf Touristen, auf Visa Exemption hier, also sprich mit ganz normaler Einreisegenehmigung, ja, ohne Visum. Dann lassen wir hier No drin. Are you traveling as part of a tour group? Also, wenn du hier mit einer ganzen Gruppe einreist, dann machst du natürlich ja. Wenn du irgendwie alleine kommst oder vielleicht nur mit deinem Partner oder deiner Partnerin, machst du einfach nein, weil es ist ja keine Tourgruppe sozusagen. Ja. Also dann nein. Accommodation Type, ja, was haben wir hier gehabt? Wenn man jetzt, sag ich mal, ein Hotel sich nimmt, klar, wählt man Hotel aus oder eben Hostel, Guesthouse. Wenn man einen Freund besucht oder Familie, Private Property, das kann man auch machen, ja, je nachdem, ja, also hier muss man definitiv Dinge angeben. So, nehmen wir mal an, Private Property, wählen wir mal das aus oder einfach nur Hotel, machen wir mal das. Ja, enter your accommodation name. Nehmen wir mal ein, wir gehen ins, ich wähle mal das Silver Palm aus, da haben wir damals unsere Quarantäne gemacht, ja. Dann City, dann wählen wir hier einfach mal, ja, komm, wir nehmen hier irgendwas mal. Ach komm, wir machen mal Chiang Mai, ist ja egal, was wir da eintragen, ja. Silver Palm gibt es wahrscheinlich gar nicht in Chiang Mai, egal, Chiang Mai. Postal Code,
So, dann nehmen wir einfach mal den. Soll ja auch nur ein Beispiel sein. Ja, die richtige Adresse müsst ihr dann natürlich selber rausfinden. So, additional place of stay in Thailand. Hier können wir sagen, okay, ich gehe am Anfang zum Beispiel ins Hotel und danach schlafe ich bei einem Bekannten, bei der Familie oder wie auch immer und wähle dann natürlich Private Property an. Ja, wenn ich jetzt nur in diesem Hotel bleibe, mache ich einfach No. Damit hat sich das. Also, dann klicken wir jetzt hier auf Next. Jetzt fehlt hier schon irgendwas. Select Port of Arrival. Ups, das habe ich vergessen. So, International Airport machen wir. Genau. Type of Flight. Ja, hier gibt es immer den Charter, also Private oder Schedule Commercial Flight. Wählen wir das aus. Flight Number. Fliegt die mit Turkish Airways oder sowas? Ja. Machen wir TK058. Okay, und jetzt machen wir Next. So. Und das ist jetzt die Seite, wo ich erstmal grün angelaufen bin, ja, also selbst für ein Touristenvisum, wir gehen das jetzt hier kurz durch. Biodata Page, ja, of Passport Travel Document, haben wir schon hochgeladen, ja. Also sprich, das war die erste Seite vom Reisepass. Dann, als nächstes müssen wir hochladen, ein Foto haben wir auch gemacht, Foto von der Person, ja, von Erika Mustermann. So, jetzt wird's spannend. Die Declaration Form kommt jetzt. Ja. Hier kann man sich die Declaration Form downloaden oder auch schon auf der Seite, die ich euch anfangs gezeigt habe. Wenn ihr das jetzt anklickt, dann haben wir die jetzt hier runtergeladen. Ja, ich bin gerade davor, dann sieht man es nicht. Ich klicke die jetzt aber mal an. So sieht die Declaration Form aus. Diese Form müsst ihr euch bitte ausdrucken, unterschreiben, einscannen und wieder hochladen. Ja. Und wenn ihr das getan habt, dann ladet ihr diese Declaration Form einfach hier rein. Ja, das mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt hier irgendwo diese Declaration Form. Genau, tun wir mal so, ich hätte die jetzt unterschrieben. Ja, dann ziehe ich jetzt diese Declaration Form hier rein. Und dann ist sie hier drin und gut ist. Ja. So, Travel Booking Confirmation. So, diese Booking Confirmation, ich gehe davon aus, dass das einfach der Flug ist. So, wenn ihr euch aber nicht sicher seid, dann könnt ihr jetzt Folgendes machen. Wir klicken jetzt nochmal auf diese Übersicht und diese Booking Confirmation, Moment, ich mache das nochmal zu, Declaration Form mache ich auch zu. So, Booking Confirmation ist Nummer 4. Jetzt gucken wir mal hier, Travel Booking Confirmation. So, und hier steht schon da, auf Deutsch geschrieben, Flugticket oder Reisebuchungsbestätigung mit Passagiername, Ab- und Anreisedatum. Ja, also, ich würde jetzt hier einfach ein Flugticket reinladen oder eben eine Reisebuchungsbestätigung, falls ihr irgendwie übers Reisebüro gegangen seid, wie auch immer. Und dann lädt man das einfach hier rein. So, da ich jetzt keine habe, lade ich jetzt einfach mal die Declaration Form hier nochmal rein. Einfach nur, damit wir weiterkommen, weil das System merkt dann nämlich, ob da was hochgeladen ist oder nicht. So, dann als nächstes Proof of Accommodation in Thailand. Ja, so, Accommodation Bookings. Invitation Letters oder irgendwelche Einladungen hier von Familie und Freunde, wie auch immer. Das heißt, eure Hotelbuchung, die ladet ihr hier hoch. Wir können das auch nochmal überprüfen. Nummer 5, Nachweis der Unterkunft in Thailand, zum Beispiel Hotel, Unterkunftsbuchung oder Mietvertrag, Einladungsschreiben. Also ist hier alles nochmal schön erklärt auf dieser Seite. Deswegen, ich finde das echt ganz toll, wie die es hier gemacht haben. Ja, das ladet ihr da hoch. Ich schiebe jetzt hier nochmal die Declaration Form rein. So, das ist das hier, finde ich ganz spannend. Wusste ich gar nicht, dass man das bei einem Touristenvisum auch machen muss. Und zwar Financial Evidence, Bank Statements, Proof of Earning oder Sponsorship Letter. Das heißt, hier muss man wirklich eine Bankbestätigung hochladen. Und schauen wir uns mal kurz an, bei einem Touristenvisum, ist das ein finanzieller Nachweis, Kontoauszüge mit aktuellem Kontostand von mindestens 500 Euro oder ein Einkommensnachweis von mindestens 500 Euro pro Monat oder eben, falls man das nicht hat, ein Bürgschaftsschreiben und Kontoauszüge des Bürgen mit einem aktuellen Kontostand von mindestens 500 Euro. Also, wer jetzt nur 20 Euro auf dem Konto hat, der kann das hier vergessen. Ja, der braucht dann zumindest einen Bürgen, der wenigstens 500 Euro hat. Aber was will man dann in Thailand, wenn man so wenig Geld hat? Ne? Aber gut, ist eine andere Sache. Dieses Bank Statement sieht natürlich für ein Non-Immigrant OA-Visum
ganz anders aus. Ja, hier muss man eben mit einem Nachweis kommen von 20.000 Euro oder 1.700 Euro zum Beispiel Rente im Monat. Fakt ist, hier muss man sowas hochladen, auch für ein Touristenvisum. Ja, ich schiebe jetzt hier wieder die Declaration Form rein, einfach, dass da was drin ist. Als nächstes, Confirmation of legal residence in a country in which you are applying for the visa. So, hier muss man einfach eine Confirmation, also eine Bestätigung hochladen, dass man hier irgendwo wohnt, in Deutschland zum Beispiel. Schauen wir mal hier, Punkt 7, ja, für deutsche Staatsangehörige bedeutet das entweder deutscher Ausweis oder den deutschen Reisepass hochladen. Ja, das ist, also schwierig ist gar nicht. Man braucht immer nur hier hin und her switchen und kann sich das dann erklären lassen. Ja, und dann lädt man das einfach da rein. So, jetzt machen wir wieder die Declaration Form rein. Als nächstes, applicant is required to upload his her passport page, which contain all travel records of the past 12 months. Das heißt, jede Seite müsst ihr quasi einscannen, jede Seite eures Passports einscannen oder eben abfotografieren. Und zwar, die zeigt, wo ihr die letzten 12 Monate gewesen seid, in welchem Land ihr die letzten 12 Monate verbracht habt oder in welchen Ländern ihr die letzten 12 Monate wart. Ja, könnte ein bisschen mühsam sein, ja, aber das einfach abfotografieren oder einscannen und dann hochladen und dieses Dokument dann einfach hier wieder reinziehen. Ja. Wenn ihr mal einen Fehler gemacht habt, ihr könnt im Prinzip hier draufklicken und könnt ein neues Dokument hochladen, geht auch. Ja. Oder hier, was kann man hier machen? Hier könnt ihr euch das sogar noch anzeigen lassen, was ihr da hochgeladen habt. Ja. Also es ist kein Fehler, wenn ihr hier mal ein falsches Dokument oder wenn irgendwas fehlt hochgeladen habt, hier könnt ihr das einfach ändern. Als nächstes, applicant must apply for e-visa via specific embassy consulate conforming with his, her, consular, jurist, ja, bla bla bla. Habe ich im Prinzip gar nicht geblickt, was man hier noch so machen muss, aber auch hier wieder, wenn man rüber geht, ja, und dann guckt Anlage 9, steht hier nochmal das gleiche auf Deutsch geschrieben, ich habe es mir auch erstmal übersetzen lassen müssen, aber hier steht noch für deutsche Staatsangehörige entweder wieder den deutschen Ausweis oder den deutschen Reisepass hochladen. Also so schwierig ist es dann doch nicht. Und am Ende müsst ihr dann noch please upload your picture. Ganz interessant, ich schiebe jetzt aber hier erst nochmal ein Dokument rein. So, please upload your picture holding the photo and information page of your passport. So, und ich dachte jetzt, wie das hier geschrieben ist, upload your picture. Also ein Foto sollen wir hochladen, holding, ja, the photo and information page of a passport. Ich dachte erst, man muss in der einen Hand das Foto halten, welches man hochgeladen hat, und in der anderen Hand muss man den Reisepass halten und in der Mitte einfach in die Kamera grinsen. Dem ist aber nicht so. Wenn man das hier nämlich durchliest, unter Punkt Nummer 10 steht nochmal da, bitte laden Sie das Foto hoch, auf dem Ihr Gesicht und das Passbild auf Ihrem ersten Reisepass zu sehen sind. Ja? Also wirklich nur das Gesicht, ein Foto von dir machen und eben noch deinen Reisepass daneben und dann passt das Ganze auch schon. So, ich schiebe jetzt hier auch nochmal ganz kurz die Declaration Form rein, damit das passt. Und dann drücken wir hier auf Done. Aber bevor wir das machen, wollte ich euch noch eins zeigen. Und zwar, wenn ihr hier mal nicht weiterkommt, ja, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder als erstes, ihr macht es so, dass ihr die Dokumente schon vorab vorbereitet, dann habt ihr den wenigsten Stress. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe hier einfach nur Dokument für Dokument reingeschoben und alles passt. Ihr bereitet das vor oder ihr füllt das so aus, wie ich das gerade gemacht habe. Und spätestens, wenn ihr hier angekommen seid auf dieser Seite, ja, und nicht mehr weiter wisst, weil wenn ihr zu lange hier drauf bleibt, ungefähr 20 Minuten und ihr gerade Dokumente einscannt oder sonst was und ihr seid 20 Minuten drauf, dann habt ihr einen sogenannten Timeout. Das heißt, hier geht es dann nicht mehr weiter. Bevor das passiert, könnt ihr hier unten einfach auch auf Save klicken und dann wird, hier oben steht es, dann wird das Ganze nämlich gespeichert und ihr könnt später nochmal wieder auf diese Seite kommen. Ja, das zeige ich euch jetzt auch am besten nochmal. Save, bevor wir hier auf Done klicken. Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich hier wieder zurückkomme. Hier aufs Dashboard. Moment. So, jetzt seht ihr nämlich, genau, hier ist das Dashboard und hier ist alles eingetragen, was ich bisher gemacht habe. Das ist jetzt die Übersicht. Wenn ich dann wieder hier auf Edit klicke,
Dann geht das ganze Ding wieder auf, startet von vorne, aber es ist alles eingetragen, was ich vorher eingetragen habe. Hier klicken wir dann auf den Next-Button. Hier sehen wir, alles ist hochgeladen, passt alles, supidupi, klicken wieder auf Next. Hier alles noch eingetragen, alles super. Und hier kommen wieder diese ganzen Dokumente, die ich hochgeladen habe quasi, ja, was ihr hier erfüllen müsstet. So, und dann klicken wir jetzt hier auf Done. So, jetzt wird hier nochmal ein Bild angezeigt, wo wir ganz genau die Daten nochmal sehen von der guten Erika. Hier kann man alles nochmal überprüfen. Bitte nochmal den Passport, den Reisepass nochmal ganz genau anschauen. Überprüfen, ob diese Daten stimmen. Und dann klickt ihr hier auf Confirm. So, your application has been successfully created. Also die Bewerbung, die wurde quasi erstellt, erfolgreich, hat alles gepasst. Und jetzt könnt ihr hier auf Submit Now klicken und dann kommt ihr zu einer Zahlungsaufforderung oder ihr klickt hier auf Apply More, falls ihr noch vielleicht für ein Familienmitglied noch ein weiteres Visum erstellen wollt. Ja. Ich klicke jetzt mal nicht auf Submit Now, das ist mir nämlich vorhin schon passiert, nämlich ich zeige euch auch gleich, wie das Ganze passiert. Ich klicke jetzt mal hier auf Apply More und jetzt könnte ich hier wieder eine neue Bewerbung ausfüllen. Ja. Ich gehe jetzt aber mal auf das Dashboard und jetzt könnt ihr hier sehen im Dashboard, das Dokument ist nicht mehr da, was ich jetzt erstellt habe. Das Dokument hat sich nämlich jetzt automatisch verschoben. Ich zeige euch jetzt auch, wohin. Ja, Manage Visa Application. Ihr klickt dann hier, also das ist die Startseite, und ihr klickt hier oben auf Manage Visa Application. Und hier könnt ihr jetzt, hier seht ihr eine Übersicht, Incomplete. Das war das Fenster, was wir am Anfang hatten, als wir das Ganze ausgefüllt hatten und gespeichert haben. Dann gibt es Ready to Submit. Und hier ist es jetzt drin. Ja, wir haben es noch nicht übertragen quasi. Es ist hier im System, aber wir haben noch nicht gesagt, okay, ich bestätige das jetzt, ich möchte das bezahlen. Müssen wir noch machen. So, jetzt gehen wir mal auf Check Status. Hier ist nämlich schon eins drin. Und zwar, als ich das erste Mal ausprobiert habe. Wenn ihr jetzt, das ist Ready to Submit, was wir gerade gemacht haben. Ja? Wenn ihr jetzt hier ein Häkchen reinmacht und ihr klickt dann auf Proceed to Payment, ja, um dieses Visum zu bezahlen, dann wird das automatisch submitted. Ja. Also, das ist dann habt ihr diesen Vorgang mit Ready to Submit, diesen Button, den ich gerade nicht geklickt hatte, ja, den haben wir damit, ne, das wäre dann wesentlich schneller gewesen, aber wir haben es jetzt halt ein bisschen umständlich gemacht. Fakt ist, wenn ihr auf Proceed to Payment klickt, dann kommt ihr zur Zahlungsaufforderung. So, und die sieht dann so aus, ich gehe jetzt in das, was ich vorhin als erstes gemacht habe, in Check Status und klicke jetzt hier nochmal auf die Kreditkarte. Dann kommt dieses Fensterchen, ja, und hier steht es nochmal, Erika Mustermann, Tourist Visa, German Travel Document, Fee 35 Euro, so viel kostet das 60-tägige Touristenvisum. Und hier könnt ihr dann bezahlen, Erika Mustermann, hier steht dann noch die E-Mail-Adresse drin von ihr, Request Number, ja, Submit to Royal Thai Consulate General in Munich. München hatten wir ausgewählt. Und hier unten typisch thailändisch Pay Now. Ja, Pay Now, wer kennt's? Handheben. Super. Also, wenn ihr dann da draufklickt, dann habt ihr die Möglichkeit, dieses Visum zu bezahlen. Da kommt ihr dann zu einem Zahlungsanbieter. Dann geht dann wahrscheinlich PayPal oder eine Kreditkartenabfrage auf. Und damit könnt ihr dann dieses Visum bezahlen. Ja. Und wenn ihr das dann bezahlt habt, dann wird das auch überprüft. Ihr könnt das dann checken, Check Status. Ja. Und hier seht ihr dann, wenn ich das dann jetzt anklicke, ich habe das ja noch nicht bezahlt, hier steht Pending Payment. Als nächstes, wenn ihr es bezahlt hättet, würde dann hier Processing stehen. Und zum Schluss bei Finished, ja, könnt ihr das vermutlich abholen. Und dann klickt ihr hier auf Available. Ja, und hier ist dann alles drin. Hier seht ihr dann, dass es ausgestellt wird. Ihr solltet dann auch eine E-Mail bekommen mit einem Dokument oder mit einem Visum zum Ausdrucken. Und das könnt ihr dann einfach beim Flughafenschalter oder auch in Thailand vorlegen. Und das ist dann quasi die Bestätigung über euer E-Visa. Boah, das war jetzt ein ganzer Batzen, das war ein ganzer Haufen. Ich hoffe, ich habe es so verständlich erklärt, wie es nur geht und ihr habt das alle ungefähr so ein bisschen verstanden. Wenn ihr Fragen habt, eine Bitte, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gern in die Videobeschreibung. Aber aus dem Visum unserer Erfahrung mit dem Thailand-Pass-System zum Beispiel,
es sind so viele Fragen eingegangen. Über 400 Fragen haben wir beantwortet. Das war wirklich eine Schweinearbeit. Ja. Bevor ihr eine Frage stellt, schaut bitte zuerst in die Kommentare, ob die Frage schon mal gestellt wurde. Ja, und dann habt ihr vielleicht schon eine Antwort. Ansonsten stellt eure Frage gern, schreibt sie in die Videobeschreibung und schaut bitte mal ganz oben die erste Antwort in der Videobeschreibung. Da schreiben wir persönlich noch einen Kommentar rein. Wir werden hier auch einen Webseitenartikel erstellen, wo wir vermutlich wieder auf ein paar Fragen eingehen werden, noch ein paar Dinge erklären werden. Schaut dann auch bitte zuerst mal auf unsere Webseite und schaut mal, ob wir da auch schon Fragen beantwortet haben. Weil uns kommt es immer ein bisschen komisch vor, einfach ein paar Fragen nicht zu beantworten. Ja, aber wir möchten auch nicht immer wieder auf die gleichen Fragen eingehen. Deshalb die Bitte, schaut bitte erst, ob diese Frage schon gestellt wurde oder ob wir sie auf unserer Webseite beantwortet haben. Super, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video hier etwas weiterhelfen. Gebt gern Daumen hoch, wenn es euch geholfen hat, wenn es euch gefallen hat. Fragen bitte in die Kommentare, abonniert unseren Kanal, unterstützt uns damit. Bis zum nächsten Video, bis bald.